Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme bzw. Runde von Edenstar. Wir sind hier immer noch in Staffel 4 auf YouTube dann hier. Haben wir in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahme, haben wir unsere Verteidigung ein bisschen optimiert. Und jetzt müssten wir mal gucken, was wir sonst noch so machen. Die Frage an den Chat auf Twitch ist, sollen wir eine Musik hinten dran machen? Sollen wir die Musik von, also meine Minecraft-Playlist, sollen wir die laufen lassen oder soll ich die abschalten und wir konzentrieren uns einfach nur auf das Spiel? Mir persönlich ist es egal. Auf YouTube, ihr werdet es dann merken, ob sie drin ist oder nicht. Ich glaube, ich lasse, also aus meinem Empfinden, dann hat man wenigstens ein bisschen musikalische Unterwanderung hier. Weil manchmal ist das Spiel doch, hat noch keine Musik hinten dran eigentlich. Das fehlt mir so ein bisschen eigentlich. Wenn es stört, sagt einfach Bescheid, dann mache ich sie aus. Für die auf YouTube, die merken dann, wenn es mich gestört hat, dann war sie nicht drin. Wenn sie drin ist, die Musik, dann habe ich entweder den Chat ignoriert auf Twitch oder ich, die Idee war, wir machen es einfach mal. So. Das bringt so einen neuen Flair, glaube ich, rein, finde ich, in das Ganze. Also wie gesagt, schreib kurz Feedback rein. Ansonsten, was machen wir heute Schönes? Der Jeremy meinte das letzte Mal auf Twitch, ich habe irgendwo ein rotes Kraftfeld übersehen. Das Problem ist, dass es nur manchmal so hell hier einfach ist, dass ich das nicht sehe, beziehungsweise so neblig. Muss ich mal gucken, wo das ist, dann erkunden wir es einfach mal. Was da letztlich sich dahinter verbirgt. Die Aufnahme läuft hoffentlich. Ja, die läuft. Finde ich gut. Wo ist der Baum? Da ist der Baum. So. Ich werde mich heute Nacht doch einfach irgendwo verstecken dann. Resin. Ich habe Resin gefunden, was auch immer das ist. So, Feedback ist, kannst du machen. Okay, dann lassen wir die Musik einfach an. Ist ja eh bloß Fable, Witcher 3, Ori. Ich glaube, die Soundtracks passen sogar einigermaßen zu dem Spiel. Das macht das Ganze ein bisschen idyllischer, glaube ich. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das Viech nicht töten. Den will ich eher töten, weil das Viech ist aggressiv. Aber ich hatte eigentlich nicht vor, hier, Das Tolle ist, dass wenn ich die gegen den Baum knalle, dass ich den Baum damit relativ einfach fällen kann. Was ich zwar letztlich nicht brauche, weil ich kann den trotzdem relativ schnell abarbeiten. Aber, es ist gut. Not bad. So. Schauen wir mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, was brauche ich eigentlich. Irgendwas brauche ich doch. Ich brauche Muni, glaube ich. Für die Muni brauche ich aber Sulfur, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ist schon ein bisschen her. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir kein Sulfur. Das ist weg. Muss ich mal gucken gleich, wo das ist. Na komm. Zack, 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 zack. Ich frage mich übrigens gerade, habe ich die Replication Unit gebaut oder war die Replication Unit schon in der Basis drin? Huch. Wie die alle so wegschnetzeln immer. Das ist echt. Ich fühle mich übrigens sehr, sehr schlecht. Ich möchte das mal kurz betonen. Ich fühle mich sehr schlecht, wenn ich die Tiere die ganze Zeit hier so durchkatapultiere. Fühle ich mich wirklich schlecht. Spoiler: Südöstlich ist das orangene Schild. Okay. Mal gucken, du meintest das letzte Mal, ich habe es gesehen, Jeremy. Ich hätte es sehen müssen. Südöstlich. Südwest, Südosten. Das heißt, es müsste aber da hinten dann sein, das rote Schild. Ist dem so? Ich guck mal eben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich will eh ein bisschen erkunden gerade. Wo ist hier ein rotes Schild? Ich sehe das gar nicht. Mein Field of View ist echt hoch eigentlich. Ich habe echt ein hohes Field of View normalerweise. Also das sollte, also auch von der Sustance Level. Achso, Moment, ich habe Hunger. Dann futtern wir mal schnell was. So, wo ist hier das Schild? Ich sehe da hinten das blaue Schild. Da hinten ist auch ein blaues Schild. Das war die Basis, die wir okkupiert haben. Ah, ich glaube, der Jeremy meinte das letzte Mal. Da habe ich da hinten, wo ich dann den Außenposten gebaut habe. Ich glaube, da war das dann letztlich. Okay, jetzt habe ich es gecheckt.
Das war bei dem Außenposten und ich glaube, da war das Delay einfach nur mega hoch auf Twitch. Drum habe ich deinen Kommentar zu spät gesehen. Drum habe ich das auch nicht gesehen. Okay. So, erstmal kurz das Ding hier abbauen. Ich brauche auf jeden Fall Sulfur, weil ich muss Munition machen. Ich brauche dringend Munition. Weil ich muss die Nester platt machen. Ich muss ein paar Sachen upgraden. Ich will das Eden Star Kit, Ich will das Eden Kit upgraden. Und das Problem ist aber, dafür brauche ich dieses komische Zeug, was man nur kriegt, wenn man die feindlichen Basen platt macht. Oder es halt vielleicht in Kisten findet. Das kann natürlich sein. Das ist durchaus möglich. So, wie spät ist es eigentlich? 9 Minuten habe ich noch. Ich renne mal schnell dahinter. Ich werde auf jeden Fall nicht überwintern oder sonst was, weil da habe ich keine Verteidigung da hinten. So, da haben wir Kupfer drin und Quarz. Das ist alles sehr schön. Quarz haben wir dann auch wieder ein bisschen was. Ich weiß nicht, für irgendwas brauchte ich das Quarz noch. Bin ich mir gar nicht sicher, für was. Die Baugeschwindigkeit haben wir ja einigermaßen geupgradet. Beziehungsweise konnten wir... Nee, Schmarrn, die konnten wir gar nicht upgraden. So rum. Die konnten wir gar nicht upgraden, was ein bisschen schade ist eigentlich. Das fehlt mir noch ein bisschen, dass man das nicht upgraden kann. Weil irgendwas konnte man upgraden, das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß, ich könnte es über das Menü, könnte ich es heller stellen, könnte ich es schneller stellen, will ich aber eigentlich nicht. Ich möchte es eigentlich relativ entspannt machen, das Ganze, dass man eben, keine Ahnung, dass ich da nicht jetzt hier große Spirenzchen machen müsste. Dum, 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 dum. Titan haben wir auf jeden Fall jede Menge. Dum, 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 dum. Es dauert schon mal 9 Minuten, bis ich diesen ganzen Berg hier abholze. Abholze? Nee, abbaue. Mann. Das ist echt so ein bisschen nervig. Also gerade die Versprecher sind immer nervig, wenn du da stehst und denkst dir so, du redest schon wieder und redest und redest und redest. Und hast am Ende aber das Problem, dass du alles falsch sagst. Geht mir voll oft so. Das ist echt irgendwie eine Katastrophe manchmal. Und ich muss übrigens sagen, für mich persönlich macht mir Eden Star viel mehr Spaß eigentlich momentan als Minecraft. Oh oh. Ist der mir böse? Ich glaube, der ist böse auf mich. Hä? Warum bist du sauer auf mich? Ich hab dich doch bloß mal kurz angestupst. Und warum kann der mich aus der Entfernung eigentlich angreifen? Das check ich nicht. Das ist ein bisschen, ist eine große Frage. Die Frage ist Mysteriums. Er steht... Warum? Ich will dich abbauen. Oh. Okay, ich ziehe ihm das Bein weg. Das macht mir relativ wenig. Was probieren. Ich habe keine Energie mehr, glaube ich. Das ist das Problem. Okay. Ich glaube, der hat sich gerade festgepackt hier. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht töten oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur, ich wollte das Zeug hier abbauen. Und der war mir halt plötzlich im Weg. Und das ist toll, der Bug hier ist immer noch nicht gefixt, dass das Zeug hier mal unter die Welt fallen kann. 6 Minuten haben wir noch, knapp. Ja, der ist feindlich, der ist mir feindlich gesinnt, weil ich ihn offensichtlich getreten habe. Das tut mir sehr leid auch. Das tut mir wirklich leid. Ich bin eigentlich, will ich relativ friedlich hier mit der Natur umgehen. Nein, ich wollte gerade loslassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss ein bisschen was futtern hier. Brickmanit, Titanium, Quarz, Copper. Ich will Sulfur. Gib mir Sulfur. Sulfur.
Aluminium, LED, Silber. Okay, nehmen wir auch mit. Da haben wir noch Blei drin und Silber, ist auch nicht schlecht. Nehmen wir alles mal mit, gar kein Problem. Auch wenn hier nicht ganz so viel drin ist. Ist schade eigentlich. Irgendwo hatte ich doch letztens einen Berg zumindest, wo Sulfur drin war. Mir ist bewusst, ein Berg mit Sulfur ist nicht ganz so prickelnd. Aber ist halt besser als nichts. Im Moment habe ich echt gar nichts hier. So. Man kann es auch erahnen, wo das Schild ist, wenn man auf die Karte schaut. Okay, müssen wir gleich mal drauf gucken. Muss ich gleich mal drauf gucken, auf das Schildchen. Also ich dachte, das Viech kommt mir jetzt gerade hinterher und will mich umbringen. Das wäre nicht ganz so geil, muss ich sagen. So, die Sträucher machen wir auch mal platt hier. Damit es mich sieht und alles. Das brauchen wir nicht, um das Fleisch zu kochen. Beziehungsweise nicht, um es irgendwie anzureichern dann, keine Ahnung. So als Gewürz oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ah, dadam, dadam, dadam. Ich bin übrigens mal gespannt, ob es irgendwo noch eine, ich sag mal, eine vernünftige Quelle an Sulfur dann gibt. Vielleicht kann es auch mal jemand in den Chat schreiben, ob es irgendwo eine angenehmere Quelle für Sulfur gibt, als jetzt, dass ich hier jetzt herumlaufe und irgendwelche Steine suche. Ob das irgendwie, keine Ahnung, ob man das irgendwie erschließen kann, wo das ist, ob man das erahnen kann, ob das irgendwas wirklich Seltenes ist oder ob es einfach eine bessere Möglichkeit gibt. Ich würde es auch von mir aus auch selber herstellen, ist mir egal. Problem ist, ich brauche es halt für die Knarren, also für die Muni. Und wenn ich keine Munition habe, dann kann ich die feindlichen Basen nicht angreifen. Und das ist doof. So. Ich meine, das sieht mir doch sehr Wasteland-mäßig aus. Da muss es doch irgendwo Sulfur geben. Silber, Aluminium, Silber. Hier sind überall bloß solche Steine hier. Was ganz toll ist, weil da kriegen wir Aluminium und wir kriegen Silber und alles Mögliche. Ich hätte gerne mal das andere Material. Ich muss gleich mal in die Basis zurück. Ich muss gleich mal in meine liebe Basis zurück und muss mal gucken, dass ich da mich verbarrikadiere, wenn die Feinde angreifen. Vor allem wollte ich eigentlich wollte ich oben mal ganz kurz gucken. Also ich wollte mal gucken, dass ich oben auch noch auf der Basis, ich glaube, ich gehe auch mal zurück. Ich gehe mal eben zurück, weil nämlich ich möchte nämlich mal gucken. Sehe ich eigentlich hier? Ja. Ich sehe nämlich, wo ich Eden-Kids platziert habe. Was gar nicht mal schlecht ist, weil dadurch kann ich nämlich, ich bräuchte immer was zu trinken auch. Muss ich mal gucken. Ich habe doch jetzt einen Haufen Zeug abgeholzt. Da kriegt man doch, aus Vessil kann ich mir doch was zu trinken machen. Kriegst du das aus den Pflanzen raus? Ja, kriege ich. Ja, aus den Pflanzen kriege ich es auch raus. Finde ich gut. Ich muss noch ein paar Pflanzen kalt machen. Öl gibt es auf jeden Fall hier auch. Sehr gut, braucht man auch. So, eine Capri-Nut finde ich auch sehr schön. So, haben wir das. Wo ist mein Eden-Kit? Halt. Mal wieder falsch gelaufen, finde ich super. Was haben wir hier? Chopper. Ach Mann, hier gibt es überall nur Copper. Das ist echt nervig. Also wirklich nervig, weil das ist echt so ein bisschen ein Problem eigentlich. Da ist ein Enemy. Das ist so ein. Uah. Hier kann ich runter. Krieg ich Fallschaden? Nein, sehr gut. Ha. So, das Problem ist, ich müsste eigentlich da oben müsste ich noch Geschütze hinbauen, weil die Viecher sich mich da hinten in meinem Lager immer verbarrikadieren. Aber das Problem ist, mein Eden-Kit ist nicht lang genug. Das ist nicht groß genug dafür. Da reicht die Reichweite nicht.
Ich kann höchstens mal gucken. Ich kann, glaube ich, das anders machen, ne? Was ist das hier eigentlich? Ach, ein Bett. Ist übrigens schade, dass man in den Betten nicht schlafen kann. Vielleicht kommt das dann später noch. Das wäre mega geil, wenn das gehen würde. So, jetzt machen wir ganz kurz hier. Generator. Okay, es fehlt Kupfer. Aua. Es fehlt noch Kupfer. Also, nicht Kupfer, es fehlt Copper Wire fehlt. Wo ist es hier? Zack. Craften eben. Ist nämlich folgendes, was habe ich vor? Ich möchte oben jetzt zwei Generatoren hinbauen und dann Geschütztürme, weil die Geschütztürme, wenn die außerhalb sind, versorgen die praktisch alle umliegenden Geschütztürme mit Energie. Und dann kann ich das nämlich dafür einfach dann hernehmen. Was relativ gut ist eigentlich, weil dann ist da hinten auch mal safe. So, machen wir das hier, zack, so. Dann sprinten wir hier mal wieder hoch. Der Angriff ist gerade noch relativ gering, fällt noch relativ gering aus, finde ich gut. Das war in der letzten Runde ein bisschen krasser. So, jetzt brauchen wir Geschütztürme. Hier, was brauche ich dafür? Lubricant. Lubricant und Computerchips brauchen wir dafür. Fürs Lubricant habe ich, glaube ich, Öl gebraucht, ne? So, was war Lubricant nochmal? Das war Lubricant. Zack. Und ich brauche einen Computerchip. Brauchen wir Graphen noch dafür? So, zack. Und dann kann ich einen Computerchip bauen. Zack. Computerchip. So, dann haben wir das. Und jetzt müsste ich viel Geschütztürme eigentlich bauen können. So, der spannende Vorteil oder der tolle Vorteil natürlich ist, dass wenn ich jetzt den Geschützturm oben hinbaue, dann greifen die nämlich da hinten die ganzen Sachen an. Cannot build unstable structure. Ist jetzt eigentlich mit Energie versorgt? Ach so. Ja gut, das geht dann offenbar doch nicht mehr. Es ging früher mal. Ich glaube, das haben sie dann rausgepatcht. Es ging nämlich früher, dass wenn ich hier Geschütztürme hingebaut habe, nebendran Generator, dass dieser Geschützturm dann letztlich gefeuert hat. Haben sie offensichtlich rausgepatcht. Okay. Dann muss ich die Basis kaputt machen. Dann muss ich da echt die Basis jetzt kaputt machen, dass ich das Eden-Kit erweitere. Die Frage ist, ob das bis hierhin reicht. Oder ich bin einfach cool. Sekunde mal, ich bin mal cool. Geht das? Das muss ich jetzt mal gucken, ob das geht. Habe ich alle... Ich hätte nämlich alle Materialien. Wenn ich jetzt hier ein Eden-Kit hinbaue, ne? Okay, da ist ein anderes Eden-Kit in Proximity, beziehungsweise also in der Nähe. Hier geht's raus, glaube ich. Nein. Hier ging's raus. Hä? Wo ist der? Hm? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe da Funken spratzeln. Wo, hä, wo ist der? Okay, die haben sich hier ein bisschen festgeglitscht, glaube ich. Die haben sich hier alle ein bisschen festgeglitscht. Also die Nacht ist gerade relativ entspannt, muss ich sagen. Irgendwo ist hier noch was. Hä? Kann es sein, dass sie im Boden alle drin stecken? Kann es sein, dass ich einen Backrad gefunden habe? Mal wieder. Ich glaube, der steckt da unten im Dingens fest. Ja, er greift die Treppe an. Hä, wo ist der?
Okay, das ist arschig. Der steckt hier in der Dingens fest. Der steckt in der Wand fest. Also hier im Boden steckt der.